Moinere Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und heute geht's richtig ab, nämlich haben wir große News bekommen. Nicht nur sind zwei extrem geile LRs Easy 8 worden, sondern wir haben auch eine Ankündigung für die nächste Art von Easy 8s bekommen. Das wollen wir uns zusammen einmal anschauen, nämlich das startet mit dem EX-Campaign, welcher momentan auf JP stattfindet. Also Global hat das Ganze noch nicht. Ihr bekommt das erst Ende Juli, Anfang August. Und ich würde sagen, beginnen wir am besten einfach mal. Und zwar haben wir zum Ende hin immer so ein EX-Special-Part nochmal oder ein, zwei Events. Das ist quasi so ein Dankeschön, was uns so kann mitteilt zu ihrem Anniversary. Wir haben 30 Stones bekommen auf JP und so weiter und so fort. Ein bisschen Kais hier und da, ein paar Tickets und so weiter und so fort. Wallpaper gab es auch noch. Und natürlich auch zwei Easy Aces, nämlich die ich schon erwähnt habe, LRSTR Super Vegito und physisch Bootanks. Haben wir Easy A bekommen, sind momentan auf JP auch schon live. Super Vegito sein Easy A sieht sehr, sehr gut aus. Boo sein Easy A bin ich kein Fan von, aber ist okay. Aber kommen wir gleich zu. Ich denke, hier hat Dokkan einfach verpasst, so ein bisschen das Mittelmaß zu finden zwischen den absoluten OP-Units, wie zum Beispiel jetzt UI, Evo und dann vielleicht Boo. Weil Boo hätte ein bisschen besser sein können, aber jetzt nicht so heftig wie UI und Evo. Also ich denke, so ein Mittelmaß, gerade für Free-to-Play-Spieler, wäre perfekt gewesen. Boo ist da leicht dran vorbeigeschlittert. Nichtsdestotrotz kann man sagen, er hat auch was auf dem Kasten. Okay, jetzt kommen wir aber zuerst, bevor wir zu den Easy Aces kommen, zu einer wichtigen News. Und zwar haben wir schon angeteased bekommen in einem Livestream oder quasi ja in so einem Dokkan Now Video, dass Ultra Extreme Z Awakenings kommen sollten. Also Easy Aces 2.0, wo sie damit anfangen, gucken wir uns gleich mal so ein bisschen an. Aber das bedeutet, es wird bald passieren in zukünftigen quasi Campaigns. Und ich denke, dass wir es schon zeitnah sehen könnten, eventuell zu Sane Day oder Golden Week. Also da freue ich mich persönlich sehr drauf. Spätestens zur Worldwide Celebration könnt ihr euch sicher sein, dass da ein Ultra Extreme Z Awakening passieren wird. Was für Charaktere könnten da vorkommen? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Ich kann es euch nicht sagen, weder welche Charaktere kommen, noch wie genau das aussehen wird. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass einfach Passives so angepasst werden, dass sie langfristig relevant bleiben, diese Units. Ein Thema, was sogar die Producer angesprochen haben, war, dass Charaktere, die ein Easy A bekommen, einfach zu schnell altern und sie deswegen sich erst gründlich überlegen müssen, wie sie ein Easy A 2.0 machen. Und ich bin richtig gespannt, was sie da jetzt quasi für uns vorbereitet haben. Vermutlich auch deshalb hat man Chain Battle einfach mal sein gelassen und fokussiert sich mehr auf solchen Content, welcher richtig gut ist. Damit kann man normale Extreme Z Awakenings jetzt auch ein bisschen mehr pushen. Bin richtig, richtig hyped und ich bin gespannt auch, wie schwer diese Stages werden oder je nachdem, wie man dann die Medals kriegt oder was auch immer. Fangen wir mal kurz an und schauen uns ein paar Easy A's an, die ich mir jetzt am wahrscheinlichsten vorstelle, die zuerst die Easy A 2.0 bekommen. Und das sind natürlich die Anfangscharaktere. Zum Beispiel ein Super Saiyan 3 Goku, AGL, Dokkan Festival, eine sehr alte Unit, hat auch nicht mal 7 Links, also wir haben hier insgesamt nur 6 Links auf diesem Charakter, was ein bisschen schade ist. Könnte man gut und gerne noch geben, aber wenn man sich das einfach mal anschaut, 120% Attack für 7 Runden Start of Turn und Defense 70% Start of Turn, das kommt heutzutage natürlich mit nichts mehr klar. Also hier einen Easy A 2.0 tut auf jeden Fall gut. In welcher Campaign man ihn bringt, keine Ahnung, wir haben hier schon einen Super Saiyan 3 Goku. Wir können mal durchblättern und schauen uns ein paar so Charaktere an. Cell ist auch einer der ersten Dokkan Festival. Auch er könnte tatsächlich vielleicht kommen und auch hier und da Unterstützung bieten für die Extreme Setups. Muss man aber mal abwarten, wie gut er auch wird. Die Passives haben wirklich nicht viel drauf. Da muss viel passieren, dass diese Charaktere wieder relevant werden, gerade nach der 9-Year-Anniversary-Meta. Und wenn man sich überlegt, dass die Charaktere irgendwann mal gespielt werden können im 9-Year-Anniversary-Content, dann sage ich euch, da wird auf jeden Fall einiges passieren. Weiterhin Ultimate Gohan, auch einen Charakter, wo ich einen neuen Charakter sehr fühlen würde. Hier Easy A, auch easy bringbar. Schaut euch hier das einfach mal an. Passive ist also nicht zu gebrauchen. Ist einfach so. Dann auch hier Full Power Freezer. Full Power Freezer nimmt man natürlich auch an. Ich bin trotzdem mal gespannt. Das Easy A für den LRAGL Full Power Freezer steht ja auch noch bevor. Mal schauen, wie das dann wird und wie die beiden dann konkurrieren. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe auch mal, dass wir noch mehr Freezer-Buffs kriegen. Wir haben jetzt ein Dokkan Festival auf JP, einen neuen Freezer. Ich muss aber sagen, das besprechen wir mal in einem anderen Video. Gucken wir uns auch die Berechnungen an und Co. Ja, aber ich hoffe, dass die Freezer-Armee oder Freezer generell mehr Buffs bekommt. Und dann mal schauen. Ah, zu dem Freezer-Dokkan Festival könnte ich mir tatsächlich sogar physisch Angel Gohan Freezer vorstellen mit ihr seinem Easy A. Einfach mal so am Rande erwähnt. Okay.
Dann kommen wir noch zu dem letzten Pick aus der Anfangsreihe, und zwar Broly. Ich denke, der Charakter wird einfach nie relevant werden, auch nicht für World Tournament. Warum? Er ist ein TUR. Er wäre nur dann relevant, wenn er einfach straight up besser ist als Piccolo und Piccolo raushaut, weil er hat ein bisschen mehr Kost als Piccolo, müsste er haben. Dementsprechend könnte dadurch vielleicht der S der Piccolo rausfliegen im World Tournament Team und er reinkommen. Muss man aber mal abwarten. Dadurch, dass er kein LR ist, hat er natürlich auch reduzierte Kost im Vergleich zu den ganzen LRs, obvious. Gut, jetzt kommen wir noch zu drei Picks, die ich mir unbedingt wünsche. Also auf die bin ich richtig gehypt, und das ist zum einen natürlich STR Gogeta, der allererste Charakter, den man so unbedingt haben sollte in seiner Box. Auf das EZA freue ich mich richtig, bin ich gespannt. Könnte man zu einer großen Celebration bringen, vielleicht im 10-Jährigen nächstes Jahr. Wer weiß, wie häufig sie auch diese Ultra Extreme Z Battles bringen, Extreme Z Awakenings. Bin ich gespannt. Physisch Vegito Blue wird dieses Game komplett brechen in allen Arten und Varianten. Schaut euch mal an, wie wenig Statbuffs er damals bekommen hat und trotzdem so insane war für lange Zeit. Wenn man das hier wirklich hochschraubt und was separat Kalkuliertes macht, dann wird dieser Charakter monströs und quasi alles komplett in den Schatten stellen. Also dieses EZA, da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Nochmal Hype darauf, was sie mit dem EZA Level machen, ob sie das auf SR20 erhöhen dann mit dem Ultra Extreme Z Awakening. Bin ich gespannt. Okay, und Chanemba ist natürlich auch noch so ein Kandidat, auf den bin ich auch richtig hyped. Chanemba mit seinem EZA war zeitlang richtig gut und das hätte ich gerne wieder. Okay, jetzt genügend geschnackt, um quasi mal so dieses EZA 2.0. Jetzt kommen wir zu den Units, worauf ihr gewartet habt, und das sind natürlich Super Vegito und Buu Tanks. Die lesen wir uns einmal durch, ich fasse euch das Wichtigste zusammen. Also, ganz grob gesagt, dieser Charakter kann Defense stacken auf seiner 18 Key als auch auf seiner 12 Key. Das ist sehr, sehr wichtig. Er braucht nämlich diese Defense-Stacks für seine Super-Vegito-Form, damit er in Slot 1 wirklich 0,0 Probleme hat. Armin hat er wahrscheinlich jetzt schon nicht, aber das unterstützt ihn nochmal umso mehr. Die Defense an sich ist auch nicht ganz so hoch bei diesen Charakteren, also sie verlassen sich auf ihre Damage Reduction oder Guard. Vor allem das Problem dabei ist, dass sie keine separat kalkulierte Defense bekommen durch irgendetwas in ihrer Passive. Das fehlt ihnen so ein bisschen, muss man halt am Rande einfach mal anmerken. Er selbst ist auch eine Slot 2 Unit, warum ist das so? Er hat immer 30% Damage Reduction und bekommt zusätzlich auch nochmal 30% Damage Reduction oben, 20% Damage Reduction oben drauf. Und zwar, wenn er einen Hit abbekommt und in diesem Moment mehr als 50% HP hat. Das solltet ihr eigentlich so gut wie immer haben. Wenn ihr das nicht habt, transformiert hier in quasi Super Vegito. Das Einzige, wo es euch quasi, wenn ihr richtig rotiert, passiert euch das nie. Aber wenn ihr jetzt vielleicht Turn 1 diesen Charakter habt und er kommt Turn 3 zurück, dann könnt ihr euch noch nicht transformieren. Und dann könnte es vielleicht sein, dass ihr unter 50% Leben seid. Dann kann es brenzlig sein. Aber in dem Fall einfach vorausschauend spielen und vielleicht auch mal diesen Charakter floaten im Normalfall. Das ist sowieso kein Slot 1 Charakter und floaten kann man ihn so oder so gut. Ansonsten, er hat eigentlich so diese Key Mechanics von seinem Kit behalten. Es ist sehr leicht für ihn, an die jeweiligen Keys zu kommen, die er braucht, um 24 Key zu erreichen. Ebenfalls haben wir mehrere Additional Attacks. Einmal eine Additional Attack, welcher zu 70% ein SA werden kann. Und zusätzlich dann nochmal eine Additional Attack, welche garantiert eine Super Attack ist. Und zwar in dem allerersten Turn, wo er reinkommt. Oder aber, wenn seine HP 77% oder mehr ist. Das heißt, im ersten Turn habt ihr immer diesen garantierten Additional Super Attack. Und danach nur, wenn ihr über 77% Leben seid. Aber auch hier, wie gesagt, falls das mal nicht der Fall sein sollte, könnt ihr ihn ja jederzeit transformieren. Ich glaube, zwei Runden von dem Stacken reicht komplett aus, damit LRSTR Super Vegito, die transformierte Version, absolut fein ist. Also dementsprechend könnt ihr auch schon Turn 4 ohne Probleme transformieren. Wir haben auch hier ein bisschen eine 30% Crit Chance nebenbei, nimmt man natürlich mit. Und dann haben wir halt einfach nur sehr viel Start of Turn Attack und Defense. Nämlich, wie schon erwähnt, das ist nicht nur für die Additional Super Attack, dass ihr quasi über 77% Leben sein müsst für diesen Buff, sondern auch im ersten Turn. Und da gibt es Attack and Defense plus 50% und dann nochmal Start of Turn Attack and Defense plus 200%. Alles Start of Turn kalkuliert, also dementsprechend ja, nicht ganz so geil. Jetzt können wir uns natürlich transformieren ab der vierten Runde, wenn wir unter 77% Leben sind. Aber das ist eine Condition, das kann schon mal passieren, dass ihr die nicht sehen werdet in so absolut defensiven Teams, wie wir sie momentan haben, mit Evo, mit Beast und so weiter und so fort. Also da kann schon mal passieren, dass es ein bisschen länger dauert als Turn 4, bis ihr dann euch transformieren könnt. Aber wenn ihr euch transformieren könnt, dann ist Super Vegito wirklich insane. Super Vegito gucken wir uns einmal an. Hier haben wir jetzt keine Stacking mehr, aber wir nehmen natürlich die Defense-Stacks mit von der ersten Runde, von der ersten Phase, von der ersten Form. Wir machen mit seinem Extreme Awakened State Greatly Attack and Defense Race für eine Runde 50%, Mega Colossal Damage, und wir sealen sogar die Super Attack.
Und auf der 12 Key auch wieder Greatly Raised Attack and Defense. Das ist sehr geil. Das stärkt unsere Counter-Attacks. Denkt dran, dieser Charakter war schon immer so insane für zum einen seinen Scouter und zum anderen für seine Counter-Attacks. Er recovert ebenfalls eure HP Full. Das ist sehr, sehr, sehr crazy. Damals für Challenge Runs war das essentiell. Und er kann jetzt sogar garden für die ersten zwei Turns, zwei Appearance besser gesagt. Kann er garden, das ist sehr gut. Stellen wir uns einfach mal vor, Turn 4 transformieren wir uns, Start of Battle und dann können wir bis Runde 6, also einschließlich Runde 6, Turn 8 dann nicht mehr, aber bis Turn 6 haben wir dann quasi nochmal Guard, können richtig viel Damage anbringen und das ist richtig nice. Key plus 5, Attack and Defense plus 250% Start of Turn und wir haben eine 50% Chance zu critten, wichtig bei Counter Units, erzähle ich euch aber auch gleich noch warum. Zusätzlich gibt es dann nochmal eine 20% Crit Chance pro Attack, das ist sehr sehr stark, mit 5 Hits habt ihr hier 100% Crit Chance. Ihr dürft es voraussichtlich nicht einfach addieren auf die High Chance. Also das hier ist Start of Turn, die 50%, und das sollte eigentlich separat kalkuliert sein, wenn Dokkan Logik folgt. Warum sage ich Logik folgt? Nämlich wir haben hier mit jedem Attack, den wir performen, und normalerweise kennt man das, separat kalkuliert und Start of Turn ist quasi unterschiedlich, wird das betrachtet, dasselbe gilt auch für Dodge und so weiter und so fort, Yamchu und Co. Also dementsprechend sollte das auch ähnlich funktionieren. Das heißt, ihr werdet das nicht einfach addieren können. Okay, zusätzlich gibt es nochmal Attack plus 30% für die Runde, nachdem ihr einen Angriff abbekommen habt. Das tut sich auch nicht häufiger aktivieren, das aktiviert sich einmal pro Runde, also auf dem ersten Hit. Das Geile dabei ist aber, habe ich gesehen, dass das schon beim allerersten Counter aktiviert wird. Also der Counter selbst hat schon diesen Buff. Super geil, super gut. Zusätzlich haben wir dann nochmal 30% Damage Reduction und kriegen zusätzlich nochmal 30% Damage Reduction gegen Normal Attacks. Also wir haben 30% Damage Reduction, garantierten Guard, mega. Und dann halt gegen Normals nochmal 30%. Das funktioniert richtig gut mit dem SA-Scouter. Warum? Damit können wir Vegito immer dorthin stellen, wo die SA nicht hinkommt. Wobei ich sagen muss, dieser Charakter tankt euch auch die quasi SAs weg. Der hat bis zu 1 Million Defense mit der gestackten Defense. Er hat garantierten Guard und mindestens immer 30% Damage Reduction. Also gegen SA 30%. Mehr geht nicht. Und da ist er eigentlich schon safe. Da ist er schon sehr, sehr safe, könnte man sagen. Okay, ansonsten Key plus 2 pro Key Sphere. Das ist wichtig. Also da kommen wir sehr leicht auf seine Key. Und wir kriegen nochmal zusätzlich Attack and Defense, Start of Turn und wir können die SA voraussehen für 10 Runden, nachdem er sich transformiert. Super geil, super wichtig, insane Utility. SA voraussehen ist so ein wichtiges Tool, damit könnt ihr eigentlich so sicher spielen mit fast jedem Charakter. Aber man muss dazu auch sagen, manchmal gibt es einfach Phasen in einem Fight, da macht das nicht viel aus, wenn ihr wisst, wo die SA kommt oder wenn es AOEs sind und so weiter und so fort, da könnt ihr halt trotzdem sterben, auch trotz dieses Scouters. Damals, als dieser Scouter rauskam, war es halt einfach so, dass nur eine SA euch gefühlt umbringen konnte und dementsprechend war das halt sehr insane zu wissen. Schauen wir uns einmal die Berechnung kurz an von Vegito, die habe ich euch nämlich hier im Gepäck. Es ist einfach jetzt mal die grobe Berechnung, sollten eigentlich größtenteils stimmen. Wenn irgendwo Fehler drin sind, werden sie spätestens korrigiert sein, bis sie auf Global rauskommen, also im Juli. Dort werde ich dann ein genaues Showcase machen mit den einzelnen Szenarien, wie viel und hier und da. Ihr wisst, ich bin Global Main, ich spiele kein Chappie. Ich kann euch aber sagen, wie gut die Charaktere sind. Ich kann euch sagen, was die Berechnungen sind. Und das sind jetzt so die ersten Eindrücke von den Berechnungen, die ich auch selber bekommen habe. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn ihr in Goku und Vegeta Form seid, dann ist die APT bei 34 Millionen. Das ist meiner Ansicht nach nicht gut genug. Wenn man sie vergleicht jetzt zum Beispiel mit Evo, mit UI, mit Gogeta Blue, mit Broly, da sind die auf jeden Fall alle drüber, muss man so sagen. Ebenfalls muss man im Hinterkopf behalten, ja, es ist nicht immer gewährleistet, dass ihr instant in Super Vegito kommt. So viel erstmal dazu. Die SAs liegen bei 8,4 Millionen und dann geht es runter auf 5 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen. Wir können mehrere Male Super attacken, schön und gut. Die Defense, dort liegen wir bei 223.000 Start of Turn. Ihr seht quasi, es ist also ein Charakter, der nicht dort einstehen will, auch wenn er quasi diese 30% Damage Reduction hat, aber das reicht nicht aus. 220k Defense mit 30% Damage Reduction, das kickt einfach nicht. Aber wenn ihr dann in Slot 2 seid und ihr macht den Angriff, seid über 50% HP, habt dann die 50% Damage Reduction, dann kann man sagen, okay, nach den ganzen SAs legt man so zwischen 400 bis 500k Defense. Damit kann man arbeiten. Damit ist es okay. Er kriegt nicht so viel Damage ab und ihr seid fein. Das ist übrigens neben Beas Gohan diese Berechnung. Ja, es ist fein, es ist okay. Diese Form ist aber jetzt nicht overwhelming. Sie ist nicht so gut wie zum Beispiel Broly. Sie ist nicht so gut und sicher wie Gogeta, das muss man einfach sagen. Also diese Charaktere sind straight up einfach besser. Und die Conditions zum Transformieren finde ich auch bei Gogeta und Broly dezent besser. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich warum.
weil es halt einfach eine Free Transformation ist ab einem gewissen Turn. Hier müsst ihr noch unter HP, also unter 77% HP sein, was nicht allzu schwer ist, aber trotzdem kann es vielleicht hier und da mal ein Cockblocker sein. Okay, kommen wir jetzt aber zu Super Vegito. Und wenn ihr es schafft, ihn zu transformieren, dann wollen wir uns das Ganze einfach mal anschauen. Ich zeige euch auf, was die jeweiligen Stats sind anhand seines Counters, anhand seiner SA und so weiter und so fort. Das, was ihr auf dem Radar seht. Das ist hier das quasi und unten drunter steht die APT. Aber zu der APT muss ich etwas sagen. Die kann dezent ein bisschen schwächer sein, weil das im Ingame ein bisschen anders funktioniert mit Counters als auch mit Super Attacks. Also Super Attacks und Counters haben einen gewaltigen Unterschied. Kommen wir gleich zu. Okay, also der Counter vor der SA liegt so auf dem Scouter bei 2,2 Millionen. Das ist aber ohne den Tremendous Multiplier. Nämlich was Counters machen sind, man macht erst den ganzen Damage Step. Also man geht durch und reduziert erstmal um die Damage Reduction vom Gegner. Also dann bleibt nur noch ein gewisser Anteil übrig. Dann zieht man die Defense ab, die der Gegner besitzt. Und dann, wenn das alles passiert ist mit dem Typen-Multiplier und so weiter und so fort, dann kommt erst der Tremendous Multiplier oben drauf. Wenn jetzt die Unit garantiert crittet, dann ist es kein Unterschied zu einem normalen Attack-Stat. Weil dann ist es einfach mal 3 genommen, dann seid ihr bei 6 Millionen. Nehmen wir jetzt aber den Fall, dass er nicht critten sollte. Wenn ein Counter nicht crittet, werdet ihr merken, das macht nicht viel Damage. Warum ist das so? Und zwar wird ja hier schon die Defense abgezogen. Bei einem Crit wird die Defense vom Gegner auf 0 gesetzt. Wenn ihr nicht crittet, dann bleibt die Defense. Und wenn wir jetzt 2,2 Millionen, oder nehmen wir einfach mal an, der Wert wäre 10. Davon ziehen wir jetzt die Defense ab mit 7, dann sind wir bei 3. Und jetzt multiplizieren wir den Tremendous Multiplier, also haben wir dann 9 schlussendlich, was unser Damage wäre. Jetzt rechnen wir das Ganze in einen normalen Attack-Set um, wie es funktioniert bei Nicht-Counters. Nämlich, wir tun direkt multiplizieren mal 3, diese 10, also haben wir 30, und ziehen danach erst die 7 ab, welche die Defense darstellt vom Gegner. Dann sind wir tatsächlich bei 23. Das heißt, wir machen 14 mehr Damage, so gesehen, in diesem Vergleich. Da seht ihr den Unterschied. Das heißt, so ein bisschen die APT ist da noch ein bisschen schwächer, weil ich habe jetzt keinen expliziten Fight genommen. Hier ist keine Defense von dem Gegner kalkuliert und auch keine Damage Reduction. Wobei die Damage Reduction macht keinen Unterschied, weil sie es eh multipliziert. Aber damit ihr das quasi einmal wisst. Dann haben wir die erste SA, die liegt bei 17 Millionen, die zweite SA bei 10 Millionen, neben quasi Gogeta Blue als Rotation Buddy. Dann haben wir den Counter nach der SA, der liegt bei 3,4 Millionen auf dem Radar. Und dann den also wenn wir den Potential SA gemacht haben, wie sieht dann unser Counter Damage aus? Bei 4,5 Millionen auf dem Radar. Wenn ihr da garantiert crittet und das macht Super Vegito gerne, dann sieht das crazy aus. Die APT, muss ich euch einmal anmerken, ist in folgendem Szenario. Wir haben zwei vor der Super Attack Counter, dann kommt unsere Super Attack, also unser ganz normales Szenario. Und dann haben wir drei weitere Counters nach unseren Super Attacks. Also insgesamt 5 Counters und ganz normal eure SA. Damit ihr wisst, wie diese APT zustande kommt. Es ist natürlich abhängig davon, wie oft wir Super Attacken. Kann mehr sein, kann aber auch um einiges weniger sein. Aber damit habt ihr so einen gewissen Eindruck. Und die Defense seht ihr ja 767.000 vor der SA und nach der SA 900.000 und dann 1 Million. Super Vegito ist richtig strong. Super Vegito ist richtig, richtig strong. Würde ich aber sagen, dass der Charakter overall nach seinem EZA so gut ist wie Evo und UI, ich würde zu 9 tendieren. Ich weiß noch nicht mal, ob er besser ist als Gogeta Blue. Der Schaden kann krank sein und er kann euch so viel carryen. Aber diese Damage-Zahlen, also jetzt hier, was so der Schnitt ist von 140 Millionen, die könnten rein theoretisch auch Gogeta und Broly und sowas einfach raushauen nach ihrer Transformation. Die kommen auch leichter in ihre Transformation rein, meiner Ansicht nach. Also wo ich momentan schwanke, ist so Gogeta, Super Vegito, Broly. Irgendwo in diesem Rahmen bewegt sich Super Vegito, meiner Ansicht nach. Es ist ein bisschen schwer genauer einzuschätzen, weil Counter immer variieren. Es gibt gute Szenarien, es gibt nicht so gute Szenarien, aber overall ist Super Vegito insane. Also ein sehr, sehr gutes EZA geworden, genauso wie ich es mir wünsche, dass er sich einordnet, so ein bisschen drunter, zwischen den Anniversary Lairs, aber nicht ganz glatt drüber. Wie zum Beispiel UI und Evo, über 3/4 von den Anniversary Units. Okay. So viel dazu. Kommen wir jetzt noch einmal zu Boo. Okay, Boo können wir eigentlich ziemlich schnell abhaken. Boo ist ein Charakter, der will sich aufbauen, der will stacken, der ist defensiv. Der ist nicht offensiv. Das werdet ihr schnell merken. Okay, Ultra Super Attack. Wir stacken Defense auf der 18 Key. Wir stacken Attack auf der 12 Key, greatly. Und ansonsten haben wir quasi das vertauschte System. Auf der 12 Key haben wir einen 50% Defense Race für eine Runde. Auf der 18 Key haben wir einen 50% Attack Race für eine Runde. Also das jeweils andere einfach umgedreht getauscht. In der Passive recoveren wir 20% HP Start of Turn, richtig nice.
Key plus 2, Attack and Defense plus 200%. Gut, Start of Turn. Wir haben eine 70% Chance zu guarden. Hm, nicht so geil. Wäre mir lieber, wenn es einfach garantierter Guard wäre. Wir haben eine 30% Chance auszuweichen. Aber zusammen mit dieser Guard-Chance und dann noch Dodge ist es wiederum in Ordnung. Okay, kann man bringen. Dann haben wir zusätzlich Key plus 2 pro Type Keys, für den wir einsammeln. Wir haben zusätzlich eine garantierte Additional Super Attack. Wir haben Attack in Defense 50% und Guarden für den ersten Turn. Also der erste Turn habt ihr garantiert Guard. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wichtig. Oder aber, wenn ihr unter 90% Leben seid. Das passiert eigentlich relativ schnell. Also kann man sagen, hey, die 70% Chance zu Guarden kann man vergessen, da man größtenteils eh immer garantiert guardet. In der ersten Runde sowieso und danach solltet ihr in den meisten Extreme-Teams eh nicht über 90% Leben sein, weil sie einfach halt S sind größtenteils, ja. Und dementsprechend ist es eigentlich relativ gut. Also das ist ein guter Part. Wir haben zusätzlich noch eine 20% Dodge-Chance und Surviven eine K.O.-Attacke. Natürlich, danach müssen wir Glück haben und kein Double-Digit mehr bekommen, weil sonst sind wir tot. Ihr überlebt nämlich mit einem HP und die Attacks danach killen euch immer, wenn ihr nicht dodge oder wenn danach keine kommen. Und das Ganze, wenn eure HP 80% oder weniger sind und ihr einen Angriff abbekommt. Das ist geil. Also, wenn ihr unter 80% Leben seid, dann habt ihr einfach mal 50% Dodge und ihr habt Guard. Also, der Charakter ist super defensiv und recovert euch HP. Also, an sich richtig cool. Also, richtig, richtig gut. Zusätzlich recovern wir dann nochmal 12% HP, wenn unsere HP unter 50% ist. Also ist es so ein Utility-Character, auf der Defensive aufgebaut. Ihr werdet nicht viel sehen mit Attacks, weil er hat keine Crit-Chance, er hat nur ein Additional Attack, er hat nur Start of Turn quasi Passive Parts. Also Attack in Defense plus 200%, Start of Turn und diese Additional Attack in Defense plus 50%, wenn ihr unter 90% Leben seid oder im ersten Turn, sind auch Start of Turn. Also deswegen, dieser Character hittet nicht hart rein, der ist einfach schwach offensiv. Aber kommen wir mal zu Buhan, ob es da besser wird oder nicht. Und zwar hier gehen wir mal rein in die Easy 8 Variante. Wir raisen hier jetzt Attack in Defense für 4 Runden, also ein Stack von Attack in Defense von 30%. Super cool. Wir nehmen natürlich die Stacks von der Form davor mit. Und die Transformation ist auch sehr leicht. Wir müssen da quasi einfach nur über 50% Leben sein, und zwar ab der 4. Runde. Hätte das jetzt Super Vegito und Buu getauscht, wäre es noch geiler. Also da sage ich ganz ehrlich, Super Vegito hätte eher diese Condition gebraucht und Buu hätte wahrscheinlich die von Super Vegito gebraucht. Warum? Ja, weil mit einem Extreme Team seid ihr einfach mal leichter unter 77% HP. Okay, zurück zu Buhan. Buhan sealed Super Attacks auf der Ultra Super Attack, hat natürlich in seinem Kit auch nochmal den Seal, der eigentlich irrelevant ist, aber nimmt man nicht mit. Die 4 Runden Stacks sind auf jeden Fall ganz nett. Jetzt, wir recoveren 20% HP Start of Turn, haben Key plus 5 Attack in Defense plus 250%, machen einen Additional Super Attack in den ersten 3 Runden, also seine ersten 2 Appearance, wo er rauskommt. Wir guarden alle Angriffe, sehr geil, und haben jetzt auch immer eine 50% Chance zu dodgen. Der Charakter ist super, super defensiv. Er ist so defensiv, dass man sagen kann, seine Offensive geht klar, weil er halt eben so defensiv ist. Wir kriegen zusätzlich nochmal eine Additional Super Attack, immer super nice, nehmen wir an. Wir kriegen zusätzlich Key plus 2 pro Keys, für die wir einsammeln, leichtes Key Management. Zusätzlich gibt es dann noch Attack in Defense plus 50%, das ist Start of Turn, ganz wichtig. Das wird nicht zusammengezählt mit dieser einmaligen in Enemies Action Disabling Mechanik pro Runde. Das könnt ihr jede Runde übrigens aktivieren, aber nur dann, wenn ihr eine Ultra Super Attack macht. Und dieser Buff hier, dieser Attack and Defense Buff, der ist Start of Turn. Das Ganze insgesamt könnt ihr für 5 Runden machen, nachdem er sich transformiert. Ihr kriegt zusätzlich Attack and Defense plus 100% Start of Turn, wenn ihr dann ab der 6. Runde ja, diese Form habt. Ist okay, hätte ich mir lieber auch hier etwas separat kalkuliertes gewünscht. Wir sealen den Gegner seine Super Attack für 5 Runden. Ja, okay. Und wir kriegen zusätzlich nochmal Attack plus 50%. Für den nächsten Angriff, den wir machen, wenn unsere HP 50% oder mehr ist am Ende der Runde. Oder wenn unsere HP 50% oder weniger ist, dann recovern wir 10% HP. Wichtig dabei ist, okay, das gilt erst für die Runde drauf dann. Ja, das finde ich schon ass. Das ist schon wirklich ass. Schauen wir uns mal Buhan an, wie er aussieht in seinen Berechnungen. In der ersten Form, wir spielen ihn in beiden Formen, sogar neben LRAGL Super Buu. Für Buhan könnten wir sogar den SCR Buhan nehmen, der würde noch ein bisschen besser linken, der würde noch 30% mehr Attack durch Links geben. Dann wärt ihr so APT-technisch bei 50 Millionen, ein bisschen drüber.
Aber was ihr hier seht, sind eigentlich relativ schlechte Zahlen. Wir fangen an bei Wu-Tangs. 20 Millionen APT. Was ist das? Hallo? Okay, Abfahrt. Raus mit dir. Defensiv aber sehr, sehr gut. Und dann haben wir Defensive vor der SA 311.000, nach 2 SAs 600.000, nach 3 SAs 780.000. Okay, mit Guard, mit Dodge-Chance ist es wirklich gut. Das ist nicht schlecht. Slot 2, Slot 3 Unit. Und dann haben wir hier einmal Buhan, wenn wir dann transformiert sind. 43 Millionen HP, auch das kommt nicht mit den neuen Units wirklich mit, dafür, dass man bedenken muss, okay, der passiert wahrscheinlich Turn 4, Turn 5, sowas in dem Dreh. Ah, es tut so weh. Aber er ist defensiv richtig gut und das brauchen Extreme-Charaktere. Also defensiv ist er richtig gut. Das möchte ich nur mal erwähnen, das brauchen Extreme-Class-Units und ja, nimmt man dankend an. Der kann sogar gespielt werden im Broly-Team, müsste unter Transformation Boost und könnte neben Ella, Broly, G-Lai und Limo gespielt werden. Ich glaube, das ist sogar neben Ella, Broly, G-Lai und Limo. Ich glaube, ich habe sie neben die quasi gepaart. Die funktionieren relativ solide miteinander, also kann man auf jeden Fall spielen. Dementsprechend die beiden zusammen in Kombi. Wir kriegen hier quasi Guard, wir haben eine 50% Dodge-Chance, wir haben 1 Million Defense. Also defensiv ist das eine wahre Macht, also wirklich richtig gut. Offensiv geht mehr, aber nichtsdestotrotz ist es gut und ich möchte mich darüber nicht beschweren. Und auch Free-to-Play-Spieler werden davon profitieren, von diesem Charakter, weil er Extreme-Charaktere bufft. Ich bin Big Buhan-Fan eigentlich. Die Berechnung, ja gut, muss man dann halt auch mal im Spiel schauen, wie er sich selbst anfühlt. Aber so viel erstmal dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch haben die Berechnungen so ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein bisschen einen besseren Eindruck bekommen über Buhan und Super Vegito. Und freut euch hoffentlich auch über dieses Ultra Extreme Z Awakening. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao, Hotta. Deine Rö.